Moin Jungs, willkommen zum 5. Product Update. Diese Woche aus dem Lager. Wir haben wieder geilen Scheiß am Start. Den checken wir jetzt. So Jungs, da sind wir auch schon wieder. Und zwar genau bei uns im Wareneingang. Wir haben ja für euch zwei neue Brands am Start. Der eine davon sind Ace Trucks. Sie sind frisch aus San Francisco eingetroffen. Haben auch ein paar frische Teamfahrer am Start. Zum Beispiel wie die Legende Chris Pastores, kennt ihr alle. Oder auch die Ballmosher, Mike Peterson. Und zu guter Letzt für die Ghetto Boys unter euch haben wir auch den Matt Miller am Start. So, die Jungs sind gar nicht so dumm, sondern eher gesagt schlau, haben sich die Achsen in Nummern aufgeteilt. So erkennt ihr die Breite. Ich zeige euch mal ein Beispiel. Die Nummern seht ihr mal hier oben rechts, sind ganz klein. Daran könnt ihr es erkennen. Genau, und wie gesagt, 0 bis 11 sind halt so mehr für die Kidsboards oder für die Cruiser unter euch. Für euch interessant, würde ich dann eher sagen, ist die 22 bis 7 3/4 geht die. Und alles drüber hinaus, halt für Achterboards, 8125er, wie auch immer, ist dann die 33. Genau. Wie ihr seht, gibt es ja auch in verschiedenen Farben. Fängt es an, einmal mit der Silver, dann die Blue, die Red, die Copper und zu guter Letzt Black. Jo, wo wir gerade schon bei Achse sind, zeige ich euch direkt die neuen Modelle, und zwar genau von Thunder. Da haben wir einmal, ihr kennt ja mittlerweile schon die Hololite Series, das wäre diese hier, gibt es aber jetzt neuerdings auch als Holo Knight Series. Ist eine 147er Haiachse. Als nächstes haben wir dann die Venora Series, wäre einmal diese in 145 High. In Pink und in Yellow haben wir die 145 Low. Gut, dann kommt mal mit, weiter geht's. Von Thunder wechseln wir direkt zu Independent. Hat der liebe Chris Haslam auch direkt mal seine Pro-Achse rausgehauen. Das wäre dieses gute Stück hier. So, Achsen haben wir durch. Jo, da sind wir schon. Und zwar genau bei uns im Bordlager. So, die Marke Blueprint haben wir neu am Start. Da haben wir einmal, passend zum Video, die Make Friends with the Color Blue Series. Sage ich euch gleich mal mit dabei. Letzte Woche gab es in Köln die Videopremiere des Videos. Und diesen Samstag geht es im Tidus World Sport in Münster ab. Da gibt es auch ein bisschen Freibier, aber nicht zu viel. Und da geht es auf jeden Fall richtig ab, da könnt ihr an den Start kommen. Passend zu der Serie haben wir auch die Rollen. Einmal in 50 und 51 mm. Genau. So. Geht's weiter mit dem Board. Dann haben wir hier die Spray Hard Series. Das wäre einmal das gute Stück. So, wo wir gerade bei dem Board sind, kommt jetzt genau die Pachinko Serie. Das wären diese beiden. Teamfahrer sind eigentlich auch alle gleich geblieben. So hier Colin Kennedy oder Mark Baines. Die packen wir auch wieder rein. Dann, lass ich mal hier rüber, haben wir einmal die Courage-Serie, das wäre dieses hier. Genau, das kommt auch wieder rein. So, und zu guter Letzt von den Boards haben wir dann die Willow-Series. Das wären diese beiden hier. Zu beachten gibt es natürlich auch, bei diesen Boards sind auch immer eine DVD mit umsonst dabei. Und hier so ein schöner Sticker. Ist bei jedem Board dabei. So, vom Blueprint Boards geht es direkt weiter, haben wir Blueprint T-Shirts. Haben wir auch neu, die zeige ich euch mal. Haben wir einmal das Quiet is Kept Shirt, das wäre das hier. Und das Infinity. Mach mal aus, das wäre das hier. Gut, das war es dann soweit mit Blueprint. Den nächsten Stuff zeige ich euch genau jetzt. Kugellager. Blueprint hat auch neue hier. Einmal ABEC 3, einmal 5, einmal 7. Ich benötige noch welche für mein Skateboard. Ich klaue die jetzt einfach mal.
geht nicht. Derricks lässt aber hier. Ich hab nichts. Ey, komm, Alter, hier. Los. Mongo? Oh. Sorry. Naja, gut. Leider nicht so funktioniert. Vielleicht funktioniert es ja mit den T-Shirts besser. Genau. So, dann geht's direkt los. Haben wir Bones-Shirt am Start. Wir haben das neue, das Quattro. Ist einmal in Black mit Purple. Purple ist halt schön John Hoffer-Style, weil der hat immer Purple alles bei Bones. Weiter geht's mit dem Dog-Tag in Black-White. Schön stich gehalten. Super nice. Als nächstes haben wir in Weiß das Target. Das war das schöne Stück hier. Das Asteroids haben wir. Und zu guter Letzt haben wir das. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wer ist das nochmal? Slice heißt das, genau. Das ist das Slice-Shirt. Und das sind jetzt die neuen Bones-Shirts. Zu guter Letzt haben wir noch eine Mütze von Bones. Die zeige ich euch immer jetzt. Kommt mal mit. Haben wir einmal die 3D Red in Black Red und in Black Black. Und die Big Red. Das wäre einmal in Black White und in White Black. Ja, das war's sozusagen mit den Mützen. Und natürlich habe ich für euch auch noch richtig schön Titos Bones Collabo. Gibt's in einigen Größen, zum Beispiel 51 mm habe ich hier. Dann habe ich hier nochmal 50 mm und ja, nochmal 53 mm und zum Beispiel 54 oder auch 55 für die Moscher unter euch. Na ja, gut, den Stuff haben wir soweit. So, das war's auch schon wieder mit dem Titos Product Update Nummer 5. Den Stuff gibt's wie immer zu haben auf www.titos.de/update. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin raus. Bis denn.